ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Na komm. Ah! Oh! Verbremser. Ich hoffe, Lotte, das steckt zurück. Ja. Oh, nein, tut er nicht! Ja. Oh, Mann! Green Flag, wir sind auf P7 und attackieren Evans. Oh Gott, war das scheiße. Dieser Loser. Pilote, donc moi il fallait que je trouve un moyen pour garder mon statut de pilote professionnel et le mieux c'était de bifurquer sur le Japon et j'ai commencé chez Honda puis Toyota et maintenant je suis chez Audi et je continue toujours à rouler au Japon donc je suis super heureux de ma carrière et je préfère rouler devant que devoir payer pour rouler dans une équipe médiocre. Stattdessen macht Boemi eine Dive an Rosenquist und geht vorbei! Boemi vorbei und wird gegen Rosenquist. Das könnte gut gehen, es ist eine Rechtskurve. Nein, wir stecken zurück. Stattdessen Rosenquist gegen Boemi. Der Konter! Und Boemi struggelt. Können wir vielleicht in der letzten Kurve? Ah, wir strugglen auch. Und jetzt wieder Boemi gegen Rosenquist. Was geht hier ab in Long Beach? Oh, Lotterer, die größte Flachpfeife hat wieder zugeschlagen. Ja, dein bombt mich halt noch mehr. Philippi, du Faggot. Nein, Lotterer an uns vorbei. Und auf Heidfeld. Lotterer fährt Kampflinie, können wir vielleicht außenrum was machen. Nein. Ah, innen gegen Lotterer. Ja, Kopf. Jawohl. Oh nein. P3. Erstes Podium. Jawohl. Alter Kenny! Hast du geschlafen, Junge? Sam Bird! Seit wann sprichst du Deutsch? Ja, Wayne, spielt keine Rolle. Okay, was ist los? Ja, heute sind doch die Testfahrten in Berlin. Mann. Ich habe kurzerhand unseren Ersatzfahrer gebeten, die Teile im Tempelhof testen zu gehen. Unser Ersatzfahrer soll die neuen Teile in Berlin testen. Testfahrten. Was für neue Teile und was für ein Ersatzfahrer? Warum werde ich da nicht gefragt? Welchen Spaß hast du eingestellt? Yo Leute, ich bin's mal wieder, Voatrex. Battersea Park in London. Wir starten von der Pole. Diesmal wollen wir es nicht verkacken. Jani neben uns. Wir kommen hoffentlich etwas besser weg. Nein, wir verlieren wieder die Pole. Oh, Jani! Sag mal, sehe ich da Regen? Ich sehe da Regentropfen. Was zum Henker? Full Course Yellow. Meine Fresse! Bin ich gerade erschrocken. Das Safety Car packt rum. Und Boemi steht einfach mitten auf der Ideallinie. Heilige Scheiße. Boah, was ist das für ein Grafikgulasch hier?
Das ist doch alles so ein Bullshit. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Ein neuer Tag, eine neue Chance. Hier ist alles möglich. So, gleich nach innen. Nein, da ist schon Rosenquist. Shit, shit, shit. Mann, Prost blockiert uns die Bar. Außenrum, außenrum vorbei. Ja, 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 ja. Ah, Scheiße. Wir haben jetzt leicht Frontflügel-Damage. Was bremsen die alle so früh? So, na komm schon. Oh. Oh. Oh, was ist hier los? Leute, jetzt fängt das schon wieder an. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, komm schon. Oh Gott. Ach, was laber ich überhaupt? Oh! Was ist das hier für ein abgefuckter Scheiß, ganz ehrlich? Oh ja! Oh ja! Ja, komm, komm, komm! Jawohl! Boah, was ein Manöver und wir sind Vierter! Da muss noch irgendwer ausgeschieden sein! Und wir haben gleich keine Energie mehr! 1%, 1,0! Oh, das reicht ganz genau, das reicht ganz genau! Es reicht auf das Tausendstel genau. Wir haben keine Energie mehr und sind Vierter. Bruh. So, willkommen in Imola. Es ist Startplatz 5, direkt neben WM-Leader Buemi. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Oh, und ab wird gedreht! Ab wird gedreht! Jetzt gilt es, den Ersten zu jagen. Und es ist kein geringerer als André Lotterer. Oh, oh, Lotterer! Oh, ich dachte schon, er dreht sich vor mir weg. Oh, das wäre aber schade gewesen. Oh, wir sind absolut dran. Wir sind so nah dran an unserem ersten Sieg. Vor allem auf einer meiner Lieblingsstrecken. Das wäre so ein schöner Traum, den ich mir erfüllen würde. Und ihr könnt mir gar nicht glauben, wie viele Kronbacher Kasten ich daraufhin in der Aftershow-Party, ach, nach dem Rennen exen würde. Ah, oh, oh nein, oh nein! Oh nein! Nein, nein, nein! Komm, 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 nein, 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 nein! Aber wir können es immer noch aufs Podium schaffen. Oh, oh, Buemi! Buemi dreht sich! Nein! Buemi dreht sich und wir fahren die volle Kanne rein! Alles geht hier den Bach runter! Jetzt sind wir nur noch Neunter! Zehnter! Das gibt's doch nicht! Das saß. Nein! Bis vor kurzem! Bis das, eine Minute her! Okay, zwei Minuten! Das sah es noch so aus, als würden wir hier also zumindest locker Zweiter werden! Und ich verbremse mich wieder! Nein! Oh! Lach- und Sachgeschichten. Heute mit einer Zusammenfassung aus Imola. Das war dann das. In einem Interview mit Experten. Christoph und einer ganz besonderen Milch. Captain Blaubeer ist bestimmt spannender als Monaco-Rennen. Und natürlich mit der Musik. Das war Schweizerdeutsch.
Erik, hallo. Wir haben Sie das letzte Mal gesehen beim Interview, das ich führen durfte mit Ihnen in Imola. Wie steht's denn dort um Ihre Immobilie? Ja, eigentlich gehört mir ganz Imola mittlerweile. Crazy Kenneth hat mir mittlerweile auch eine Anfrage geschickt, ob er ganz Los Santos mieten könnte. Ich muss aber sagen, nach seiner Leistung im Apartment kann man das einmal getrost streichen. Also, Sie haben es schon angesprochen, Crazy Kenneth ist ja leider mit keinem guten Rennen in Los Santos. Und es geht los! Los! Start bitte nicht verkacken! Bitte komm, komm, komm! Zu unserer linken Rosenquist. Dem lassen wir Platz, aber er kommt nicht vorbei. Wir haben mal einen Start richtig gut hinbekommen. Bin richtig happy. Oh, oh nein, oh nein, oh! Scheiße, hinten links habe ich Damage, Rosenquist vorbei. Oh, Buemi, was macht denn der? Die ersten 1, 2 irgendwas, die stoppen. In der letzten Runde, sag mal, ist das erlaubt? Das wird jetzt sehr ulkig. Holen wir noch das Podium. Wir könnten hier echt noch das Podium verlieren, weil hier ein paar Leute cheaten wollen. Das kann wohl nicht sein. Rosenquist gewinnt. Und Buemi Zweiter. Wir werden Dritter. Wir werden Dritter. Da kommt Rosenquist aus der Box. Den Faggot, Mann. Letzte Runde stoppen. Was denkst du dir eigentlich? Schauen wir mal. Ging schnell aus. Komm, ja, ganz okay weg. Hier innen ist Platz. Oh, ganz spät, ganz spät. Auf der Bremse. Da ist Vern und Bird vor uns. Da können wir nichts machen. Pralle Sonne in Berlin-Tempelhof. Oh, Vern! Was war denn das? Oh. Und vielleicht kommen wir ja noch an Bird und Lopez vorbei. Ah! Also Buemi hat gewonnen. Okay. Ja, und so weiter. Erneut eine schwache Leistung von Crazy Kenneth. Nach den drei Fehlern von Manicure wackelt nun auch sein Virgin-Sitz. Trotz mehrerer technischer Probleme in den ersten Rennen konnte Sam Bird die Lücke auf seinen Teamkollegen auf bis zu 2 Punkte schließen. Kann Crazy Kenneth im nächsten Rennen nicht performen, könnte das Aus für ihn bedeuten. Willkommen auf dem Norris-Ring, wo wir keinen stehenden Start haben wie normal, sondern einen fliegenden. Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum das an dieser Strecke so ist, aber ich bin auch zu faul, um in den Einstellungen das zu ändern. Die Grassi holt sich Felix Rosenquist außenrum. Oder hält er da... Oh, ich krieg von Buemi einen Stumpser. Ich glaube, es war Buemi und die Grassi ist an Rosenquist vorbei. Und Turvey geht an mir vorbei. Ich war mit sehr wenig Flügel. Und gehen an Olli Turvey vorbei, wenn der jetzt nicht wieder ein Switchback macht. Nein. Oh, krass verbremst. Krass verbremst. Turvey geht vorbei und auch der Mahindra von Heidfeld jetzt direkt neben mir. Jetzt darf ich nur nicht wieder so einen Fehler machen wie in Imola. Platz 4 wäre Gold wert für mich. Oh, ich rutsche hier wie blöd. Lotterer macht sich immer größer in unserem Rückspiegel. Aber hinter dem ins Ziel wollen wir auf gar keinen Fall. Dutzenteich kehre zum letzten Mal. Nein, Lotterer holt uns. Da habe ich die Tür viel zu weit offen gelassen. Ich wollte mich auf gar keinen Fall drehen, aber Lotterer holt uns, es sei denn, wir holen mit Slipstreamy nochmal. Nein. Ah!
Kurve 1, da kommt jetzt jemand aus der Box, das ist ein bisschen blöd. Es ist ein Tejita, hoffentlich geht er noch aus dem Weg. Wir räumen über die Curbs, es ist Lotterer, Lotterer steht uns im Weg. Wir drehen uns weg in Lotterer hinein und das war's mit unserem letzten Versuch. Bescheidener Start, rechts geht Massa schon an uns vorbei. Vielleicht können wir hier außenrum was wagen in Kurve 1 hinein. Ey, wir sind vorsichtig. Und da fliegen schon die Tonnen. Wow, das ist richtig gefährlich. Wir saugen uns ran an Filippi. Innen gegen Filippi. Reicht nicht. Er bremst uns aus. Jetzt vielleicht gegen Filippi. Jawohl. Oh, da bremse ich viel zu früh. Da bremse ich viel zu früh. Oh, verbremst. Was ist das hier? Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren. Vielleicht reicht es ja noch. Mit einer beherzten Dive Bob gegen Felipe Massa, um Position 5 zu holen. Oh, da ist die Lücke. Da war die Lücke. Nee. Wird nix, wird nix. Boah. Boah. Sechster Platz. Mehr war nicht drin. Oh, da haben wir. Da haben wir unsere Boxengasse verpasst. Kein Problem. Rückwärtsgang. Das hat keiner des Stewards gesehen. So. Um nach vorne zu kommen. Temperaturen. Oh, der ist langsam. Da kann ich innen ausscheren. Vielleicht auch innen hier reinbremsen. Ja, das ist eine gute Lücke, aber wieder ein bisschen zu spät gebremst. Ich muss irgendwas probieren, um hier nach vorne zu kommen. Ich bin nicht so viel schneller, dass ich ihn überholen kann. Nein, er geht auch in die Box. Dann wird es jetzt Virgin gegen Tejita. Vielleicht reicht es, um Lotterer zu überholen. Ja, ja, sage mal, wir überholen Lotterer. Super Pitstop von der DS Virgin Crew. Ah! Ey, ich bin da auch noch. Shit. Müssen wir den Platz zurückholen gegen Lotterer. Wuhu! Das muss jetzt außenrum funktionieren. Tut's auch, super. Letzte Runde. Mann! Ja, geh doch aus dem Weg, Mann! Wieder durch einen blöden Lockup Platz 6 verspielt und hätten wir uns nicht so dumm angestellt gegen Buemi, auch durch einen Lockup in Kurve 1, wäre noch Platz 5 drin gewesen. So ist es Platz 7. Ich hoffe, es wird nächstes Mal besser. Nächste Strecke dürfte Buenos Aires sein, wenn ich mich nicht spontan umentscheide. Und ja, WM-Stand habt ihr gesehen. Die WM-Chancen, ja, sie schwinden langsam. Wenn ich es nicht gebacken kriege, vor meinen WM-Kontrahenten ins Ziel zu kommen, dann wird es eben erstmal nichts mit der WM. Aber versuchen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal aufs Podium zu kommen. Das wäre schon mal wieder ein Erfolgserlebnis. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüdelü. Kenny, der mag dich nicht.